We sang a song from the 70s. You talk to me like a melody. And we would dream of chasing the sky. I just wanna blow back when I used to know that you might go south. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she said that you know what? She said that. Oh my God, when I flow back when I used to know styles. Oh my, my, my. We sang a song from the 70s. You talk to me like a melody. And we would dream of the shades and skies. So high, so high, yeah. We dance along to an evergreen. Still in my hair like a symphony. Oh, we would dream of the shades and skies. Oh, she's a beautiful. Yeah, I don't want to. Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin Michael, 14 Jahre alt. Wo kommst du her, Michael? Aus Kelheim, in der Nähe von Regensburg. Also ja, Michael, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, wie glasklar deine Stimme ist. Das ist echt total wie von Band oder so. Und das war total schön. Und als ich mich umgedreht habe, habe ich auch gesehen, dass du total Stimmung gemacht hast. Also du bist auf jeden Fall ein Typ für die Bühne. Ich würde mit dir daran arbeiten, dass du vielleicht noch mehr deine Gefühle zeigen kannst, deine Emotionen und deine Geschichte erzählen kannst, sodass man nicht nur feiern möchte, sondern auch noch dir dabei das glaubt, was du singst. Ich meine, es ist natürlich super schwer, dass, also normalerweise macht man das mal so bei Balladen, dass man die Augen zumacht und sich natürlich die ganze Zeit in die Situation reinversetzt, aber du bist ja jemand, der auch die ganze Bühne einnimmt und vor allem das Publikum animiert. Also alle haben mitgemacht, alle haben die quasi nicht nur an den Lippen gehangen, sondern auch an deinem ganzen Körper, an deinem ganzen Dasein, an deiner ganzen Erscheinung. Und wenn du als so junger Künstler eine ganze Bühne ausfüllen kannst vor so riesen Publikum, ist das einfach bombastisch. Also vielen Dank für den Talk. Danke. Aber Michael, singst du oft oder hast du Auftritte, hast du eine Band? Ja, spiel halt Gitarre und hab eine Schulband in der Schule. Mega. Was macht ihr so für Musik als Schulband? Wir haben auch Mike Pischkelli gespielt, auch mal Vincent Weiss Songs oder Rock'n'Roll. So. Also Deutsch und Englisch auch gemischt demnach? Ja, ja. Cool, finde ich cool. Was macht Alvaro? Hast du schon mal auf Spanisch gesungen? Von Alvaro Soler, Sofia. Oh. Hast du von mir gesungen? Ja. Was hast du da versteckt? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Sounds für mein Album und generell einfach so, ich bin so ein bisschen nerdig, ich bin so ein bisschen so technikverrückt. Ein bisschen? Ein bisschen sehr. Deswegen habe ich mir gerade so ein Ding basteln lassen. Schau mal, das ist so eine... Was ist das? Das ist so ein Sampler. Weißt du, was ein Sampler ist? Nein. Guck mal, ein Sampler heißt, wenn du mir so ein paar Minuten erlaubst, würde ich dir das erklären. Also ein Sampler ist eine Maschine, die einen Sound nimmt und dann kann man die aufteilen auf die verschiedenen Tasten. Und dann würde ich gerne deine Stimme nehmen und ein Keyboard draus machen. Aus einem Ton von dir. Ist das cool? Ja. Ja? Okay. Wir müssen diesen Ton samplen, ja? Diesen. Kannst du den für mich singen? Genau, und so ein bisschen länger halten. Okay? Und go. Toll. Mit ein bisschen Vibrato und alles. Geil. Jetzt hören wir mal rein, was du gemacht hast. Das ist aber spannend. Das bist du, ja? Und dann. Das ist ein Keyboard mit deiner Stimme. Willst du dich mal auf den Stuhl sitzen bei mir? Ja. Ich wollte dir damit so ein bisschen zeigen, dass egal in welches Team du gehst. Alvo ist der größte Nerd.
Wir benutzen eigentlich alle die gleichen Akkorde und so die gleiche Essenz. Und ihr seid auch eingeladen, auf die Bühne zu kommen, wenn ihr was erkennt. Okay. What? Okay, oh wow. Was passiert? Kannst du mir so ein Beat geben? Mira, Sofía. Sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía. Okay, und dann gibt es auch andere Songs, die wir hier geschrieben haben als Coaches. Geht ungefähr so. Wer, wenn nicht wir, denn es ist anders alle Zeit. Was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sag mir, wo, wenn ich hier. Fangen sie an zu begreifen, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir. Okay, okay, okay. Lena, bist du hochkommen, Lena? Vielleicht. Komm, Michael, die gleiche Akkorde, aber einfach nur ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ist ein Song von Lena, lustigerweise. Geht ungefähr so. Better, 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 better. Who's gonna love you better? Better, 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 better. Who's gonna love you better? And you take my love just to rip it off. Just for you, ooh, and it's not enough. All the best, good luck now, trying to find someone new. Yeah. Who's gonna love you better? Und mit den gleichen Akkorden aber kann man noch ein Lied machen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen ein. Komm, lass ein bisschen noch zusammen sein. Heb die Tassen hoch und die Tassen auch. Wir feiern heute bis zum Morgen. Let's go, yo. Denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass uns alles miteinander teilen. Yeah. Denn nur zusammen ist man nicht allein. Hey. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. So ein bisschen peinlich. Wow, vielen Dank. Dankeschön. Wie schön. Also Michael, du hast wirklich, nur damit du weißt, das ist wirklich alles deine Stimme. Und die klingt top, finde ich, hier unten. Also wenn ich dir vielleicht für einen Song benutzen kann, wäre ich sehr dankbar. Danke dir. Jeder Song auf Michaels Stimme gerade. Ja. Das Geld gibt. Geil. Das ist ja unglaublich. Man kann auch was anderes machen. Sag mal was Lustiges. Alvaro ist doof. 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 Ist okay, ist okay. Michael, war das sehr verwirrend? Es war etwas verwirrend. Geht. Und jetzt stell dir mal das Coaching bei Alvaro vor. Ja, genau. Hör mir auf. Michael, ich glaube, nach dieser ganzen verrückten Geschichte hier, bist du jetzt dran und darfst deinen Bauch entscheiden lassen oder dein Herz, zu wem du ins Team gehen möchtest. Ich hatte vorher schon auch Gedanken gemacht, zu wem ich gehen würde. Der oder diejenige hat sich schon umgedreht. Gut. Und ich gehe zu Alvaro. Yeah! Komm her, Michael. Mega. Willkommen in mein Team, ey. Ich habe noch ein Geschenk für dich, ja? Aber dann hat sich die Arbeit gelohnt, Alvaro. Ja, anscheinend ja. Ich weiß nicht, ob du Ukulele spielst. Gitarre, ja, hast du gesagt. Hier für dich. Danke. Ein Riesenapplaus an Michael.